Alles mit was hast du denn den Ball gefüttert, dass der so groß geworden ist? Ja, kannst du auch mal mitspielen. Für Anfänger. Ach, damit ich jetzt auch treffe, so ein blindes Huhn wie ich. Da haben wir auch den großen Schläger mitgebracht. Der ist mir zu schwer, das schaffe ich nicht mehr. Sehr schön. Erzähl mal, dein Sportherz e.V., da steckt ja ganz viel drin. Was macht ihr, warum macht ihr das? Ja, der Begriff Tennis kam ja eben, also der Ursprung kommt ursprünglich aus dem Tennis. Wir haben vor knapp 15 Jahren damit angefangen, sagen wir mal, Tennisverein so ein bisschen wieder aufzupeppen. Bisschen anders da gedacht und hier steht das Paradebeispiel. Levi stand vor 13 Jahren vor mir als 6-Jähriger, jetzt ist er ein junger Mann und hat uns begleitet und mit 17 Kiddies angefangen und haben, glaube ich, jetzt 2.500 Leute jetzt bei uns allein beim Tennisspielen uns beurteilen können. Und mir kam letztes Jahr im Auto der Gedanke, Tennis darf nicht immer teuer sein, wie ist eigentlich die Barriere aufzubrechen, dass Tennis auch für jeden bezahlbar ist, und habe den Begriff Sportpatenschaft irgendwie im Kopf gehabt. Und so kam das, dass ich gesagt, für 5 Euro im Monat kann eine Privatperson oder auch eine Firma sagen, ich spende das und das geben wir dann den Kindern weiter und das ist so der Erstzugang zum Sport. Ja, und nach 2 Jahren ist er vielleicht selbst in der Lage, den Mitgliedsbeitrag zu zahlen und sich im TC Friedberg anzumelden oder in einem anderen Verein. Und es hat so einen riesen Einschlag gegeben, dass wir jetzt sagen, wir machen Kinderheime glücklich, machen Sport-Kita-Tage waren wir jetzt. Also der HR begleitet uns jetzt beim ersten Rollstuhlturnier am 5. Oktober. Machen wir ein Rollstuhlturnier in Rossbach und freuen uns, dass es so angenommen wird. Und es ist so ein Herzensprojekt, wo wir einfach mal uns gestalten können. TG Friedberg ist ein Riesenpartner, der uns seit der ersten Stunde mit unterstützt. Sehr cool. Und ja, genau das. Ein Herz für andere Menschen zu haben, ist immer sehr wichtig. Und aber ihr seid heute nicht nur da, um euch verbal vorzustellen, sondern auch praktisch vorzustellen und zu zeigen, was man bei euch so alles machen kann. Ja, ich freue mich auf eure Show. Ja, kann man Show nennen. Kann. Kernkompetenz Tennis und die Jungs führen mal was vor. Dein Sportherz e.V. Fangen wir mit dem großen Ball an. Ihr Männer, los geht's. Und Action. Ja. Genau, es kommt bei uns ja immer so ein bisschen drauf an. Wir sind ja sehr familienorientiert, dass wir miteinander arbeiten. Wir haben natürlich als Hilfestellung den großen Schläger mitgenommen. Ja, und jetzt, Noah, nimmst mal den mittleren Ball dazu. Achtung. So. Spielen beide auch eine Herrenmannschaft beim TC Friedberg. Da stand es oben, ein bisschen Werbung für den TC. Und wir sind hier vorne direkt relativ am Eingang gegenüber von der Metzgerei. Wenn einer Lust hat, eine Sportpatenschaft zu machen, für 5 Euro im Monat kann gerne den benachteiligten Kindern das Tennisspielen ermöglichen. So wie die Jungs jetzt hier angefangen haben, ist es einfach eine schöne Sache. Gut, Männer, geht mal ein bisschen näher zusammen, dann werden die Kontakte ein bisschen schneller. Los geht's, zack, zack. Ein bisschen mehr in die Knie gehen, Ball darf nicht aufspringen, auf geht's. Schwerpunkt nach unten, jetzt machen wir ein bisschen Power rein, jawohl, zack, zack. Sehr gut. Ja, gut, gute Reflexe, Noah. Ich kann da nicht mehr mithalten. Ja. Gut, jetzt machen wir den kleinen Ball. Achtung. Und Action. Go. Ah, der ist noch auf der Bühne, Gott sei Dank. So. Und nochmal Anlauf nehmen. Letzten, nochmal klatschen die anderen dabei. Das kann man ein bisschen im Takt machen beim Tennis. Jawohl. Gut. Hip. Hopp. Dann machen wir immer beim Treffpunkt. Hip. Hopp. Jawohl. Sehr gut. Herr Friedberg lebt noch, sehr schön, gut. Gut, 10 Kontakte, die letzten 10. 10, 9, ohne dass er runterfällt. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fertig, Feierabend. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, euch einen schönen Mittag, bis dann.